Ja Leute, es geht zurück Richtung Badezimmer, denn dort ist der letzte Komet aufgetaucht mit Lila Münzner. Und zwar bei der Kampffelsengalaxie. Ich freue mich drauf. Ja, heute der Part wieder mal im Fokus der Lila Münzner. Sprich, wir werden schauen, dass wir möglichst viele lila Kometen machen. Jetzt erstmal hier. Hier ist sogar noch ein anderer. Stimmt, den anderen habe ich auch noch nicht gemacht. Wie schaut's da eigentlich aus? Da habe ich alle. Okay. Nice to know an der Stelle. Eventuell taucht der andere Komet dann später auch auf. Und ich sag so, der letzte, nee. Das stimmt ja absolut mal nicht. Die lila Münzen der Riesenfestung. Das Gute ist, ich kann mich nicht an jede lila Münzenaufgabe erinnern. Ja, die sieht frech aus. Oh nein. Ich habe ganz mieses Gefühl gerade. Ja, ich lang gleich direkt dort. Startet das Instant tatsächlich. Leute. Warum sagt mir mein Gefühl, ich muss alles sammeln? Weil wenn es nur der Part bis zu der einen Stelle ist, dann, ja, kann man da wirklich 100 Münzen verstecken. Weil das gibt es ja tatsächlich auch. Es gibt Challenges, da musst du wirklich versuchen, jede einzelne Münze unter erschwerten Bedingungen zu holen. Ansonsten hast du verkackt. Und das könnte ich mir bei der schon... Scheiße, verdammt, verdammt, nein, nein, nein! Ich glaube, ich habe schon verloren. Ich sammle mal die ein, die ich hier finde. Oh, ich kann nur beten gerade, dass es mehr als 100 sind. Ja, jetzt vom ersten Augenblick sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. So schwer ist es jetzt auch wieder nicht, aber der eine war jetzt gerade bitter. Das ist so blöd für alles! Ja, der ist auch weg. Okay, zwei fehlen. Schauen wir mal. Ja, der will echt alle von mir. Die zwei, die ich verkackt habe, sind weg. Das ist nicht dein Ernst. 98 Münzen? Nicht zu fassen. Doch nicht verzagen. Hier bekommt jeder eine zweite Chance. Das ist mein Grundsatz. Los, versuch es nochmal. Ja, und die zweite Chance ist der Tod. Wunderbar. Jeder kriegt eine zweite Chance. Ich bring dich mal kurz um. Viel Glück im nächsten Leben. Danke für nichts. Aber zweimal so dumm auch. Das ist so eine typische Galaxie. Da traue ich mir jetzt zu wieder. Da traue ich mir jetzt wirklich viel Fail zu. Aber ja, mit lila Münzen kannst du jetzt wirklich viel Crap machen. Dafür ist die Mucke halt geil. Ich hatte jetzt schon öfters mal, wie ich zur Arbeit gefahren bin, einfach die halben Stunden Loop von der Purple, von den Purple Kometen hier. Ich habe schon wieder verkackt, das gibt's doch nicht. Ich habe es aber nochmal gut gemacht. Also die Mucke hatte ich wirklich schon oft mal auf dem Weg zur Arbeit laufen. Ich fahre ja 40 Minuten immer. Jetzt würden einige sagen, what? 40 Minuten fahrst du zum Megas zum Arbeiten? Lohnt sich das? Das ist eine gute Frage. Ich kann euch aber auch sagen, das wird ab September sowieso Geschichte sein. Da ich gekündigt habe, neue Herausforderungen kommen auf mich zu. Lila Münzen sind cool, manchmal aber auch nichts. Nein! Meine Güte! Hab ich... Ich bin Gott. Ja, ich bin Gott. Habt ihr gesehen, wie ich das nochmal gesaved habe? Was sagst du jetzt, du Lustiger? Gut gemacht, du hast bis zum Ende durchgehalten. Hättest du ruhig für eine Ausnahme machen können. Das waren nur zwei verschissene Münzen. Das kann man, da kann man ja mal ein Auge zudrücken. Aber nee, da muss natürlich wieder Vollgas geballert werden. Erstmal umbringen. Ist ja unglaublich hier. Ach ja, 78 Sterne mittlerweile. Ist der andere Komet jetzt auch da? Nee, leider nicht. Gut, wie gesagt, heute ist sowieso lila Münzen im Fokus. Der wievielte Part ist das jetzt? Ich glaube, der
wenn mich nicht alles täuscht, 19. Das ist halt echt gut. Ja, natürlich sind jetzt wieder alle Kometen weg. Ja, also frag mich nicht, warum man das so einprogrammiert hat, dass immer alle weg sind, wenn halt, wenn man einen macht. Das musst du auch erstmal wissen, ne? Glücklicherweise kostet der Typ nur 20 Sternteile. Würde jetzt ein 100er kosten, dann würde ich mir eh denken, ne, ne. Also das wäre es dann wirklich gar nicht wert. 20 ist dann wirklich noch sehr okay. So, im Badezimmer wird jetzt der andere auftauchen. In der Küche ist ein gelber. Und im Schlafzimmer und im Maschinenraum sind... Ja gut, nee, dann... Machen wir erstmal das andere. Und vor allem, das war ein weißer Komet, nicht zu vergessen. Das heißt Risiko. Also in der Kampfwesen-Galaxie hauen die jetzt gerade alles raus. Lila Münzen, absolut asozial. Du musst alles sammeln. Und jetzt kommt noch ein weißer. Also, fragt mich nicht, was da wieder geraucht wurde. Beim Weiß ist ja... Ach, der dritte Stern, oder? Da, wo wir gegen diesen einen Ding gekämpft haben. Die Bedrohung, genau. Dieser eine etwas, ich sag mal, gefährlichere Beyblade. Wenn man... Ja, komm, ich nenne das jetzt Beyblade. Fun Fact. Wer hat das Kind Beyblade? Jetzt ehrlich. Also damals, Metal Fusion, Metal Masters, Metal Fury, einfach nur gefeiert, die Metal Saga. Jetzt mittlerweile gibt es ja Beyblade Burst noch immer und jetzt auch schon wieder was ganz Neues. Also Burst habe ich, Turbo habe ich gefühlt, das war cool, aber allgemein der Anfang dann noch mit Beyblade Burst war da nicht so mein Ding. Beyblade Burst Turbo, vor allem wegen dem Intro habe ich das gefühlt natürlich. Also wirklich, Beyblade Burst Turbo, gebt das mal ein. Auf YouTube. Beyblade Burst Turbo Song oder Intro Song, was auch immer. Sowohl einmal auf Englisch, also Englisch ist, Deutsch ist auch schon cool, aber Englisch ist der Song eine Granate. Und vor allem, der Song wird ja einfach mal von einem YouTuber gesungen. Nämlich von Nate Wants to Battle. Das finde ich eigentlich richtig nice. Dass sich die entschieden haben, dass sie das einfach einem YouTuber machen lassen. Von dem Song kannst du einfach nur einen Ohrwurm kriegen. Der ist wirklich so episch. So, einmal geht noch. Vor allem, ich habe sogar, glaube ich, noch alte Beyblades bei mir rumliegen. Also, ich war so ein Kind tatsächlich. Ich habe versucht, wirklich die besten mir immer zu holen. Also, vor allem von der Fusion-Reihe und so. Also, ich glaube, ich habe sogar ein Galaxy Pegasus irgendwo noch rumliegen. Und das war's. Also der Risikokomet war nicht die Rede wert. Ich weiß jetzt nicht, wovor ich mich gefürchtet habe. Also die größere Gefahr als der Typ gerade da, wäre ich selber gewesen, dass ich einfach mal versehentlich in diesen scheiß Elektrozaun reinlaufe. Das ist eher so mein Ding. Gut, das bedeutet, das Badezimmer ist erledigt. Haben wir alle Galaxien zu 100%. Ich meine, bei der Küche fehlt auch nicht mehr viel. Das sind die zwei Kometen halt bei der Glasschrank-Galaxie. Ja, und ansonsten halt noch Maschinenraum natürlich. Da fehlt noch alles, was Kometen angeht. Ist ja auch klar. Und das Loft werden wir uns ganz zum Schluss dann vornehmen. Was dann ganz oben ist. Vor allem, da gibt es dann auch noch eine andere schöne Sache. Bevor wir ins Loft kommen. Also mittlerweile, ich habe schon so einen Plan, wie ich das Projekt weiterführe. Also was halt in welchem Part so circa drankommt. Jetzt erstmal Küche. Jetzt ist nicht der eine Komet da, sondern der andere. Vorher war es der gelbe. Aber Leute, wie gesagt, der Fokus liegt ja heute eher auf den lilanen. Da ja jede normale Galaxie mit 3 Sternen tatsächlich einen lilanen hat. Und 2 gehen sich heute auf alle Fälle mindestens noch aus.
Jetzt muss ich aber überlegen. Wie haben die lila Münzen bei der Glasstrand versteckt? War das irgendwie speziell oder war das einfach nur verteilt? Ich meine, die friedlichsten sind ja wirklich die, wo einfach nur 100 Münzen random über der Map verstreut sind. Würden einige es langweilig empfinden, aber es passt eigentlich schon. Die lila Münzen am Strand, ja okay, gut. Das sieht klassisch aus. Und das ist es auch tatsächlich. Aber an jeder Ecke wirklich, an jeder Palme oben. Unglaublich. Ja, das könnte wirklich ein bisschen länger dauern. Ja, wahrscheinlich im Wasser auch noch an jeder dümmsten Stelle überhaupt. Ja, da unten sehe ich schon die ersten. Aber es passt schon, dann können wir uns mit der Galaxie ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich denke da immer wieder an Urlaub. Das ist keine Ahnung. Das macht die Galaxie einfach aus. Urlaub wäre so ein Ding, die würde ich mir gerne mal gönnen. Nur das Problem ist, meine Urlaube gehen tatsächlich immer für Arbeit privat zu Hause drauf. Also mein letzter richtiger Urlaub ist wirklich schon, wo ich wirklich weggefahren bin. Das ist schon ein Zeitchen her. Ich könnte es gar nicht sagen, wie lange das schon her ist. Muss mir gerade sagen, ich kann nicht klettern. Ja, scheint so. Das ist ein Scherz. Oh, meine Güte. Ja, gut, okay. Federpilz. Ja, doch hier ist Wasser natürlich wieder eine Gefahr. Die grüne Röhre ist einfach weg. Nein, jetzt erwische ich die auch wieder nicht. Aber ich muss sagen, es gibt ja immer gerne so eine Frage, die gestellt wird, bei so, ist schon entweder oder, Hü oder Hot, wie man das auch immer nennen will. Da ist ja gerne immer so die Frage bei Urlaub, Strand oder Berge? Und ich müsste ehrlich sein, ich könnte mich da nicht mal entscheiden. Also viele würden wahrscheinlich Strand sagen, ne? Ist auch wirklich das deutlich friedlichere, aber Berge ist halt auch geil. Ich muss dazu aber auch sagen, da gibt's, also was gegen Berge natürlich von meiner Seite aus spricht, ist tatsächlich der Fakt, bitte jetzt nicht lachen, liebe Leute. da ich ein Österreicher bin, würden die meisten sagen, ja, es muss eigentlich Berge sein, weil Skifahren und so weiter. Fun Fact, ich kann bis heute nicht Skifahren und auch nicht Snowboarden. Also, ja. Sorry an alle, die ich jetzt trigger, aber ich kann es tatsächlich einfach nicht. Ist jetzt kein, muss jetzt kein Geheimnis sein oder so, aber es ist halt tatsächlich einfach Fakt. Dass ich nie Skifahren gelernt habe. Warum das so passiert ist, fragt mich nicht. Die meisten lernen es ja logischerweise als Kind, genauso wie Schwimmen. Auch beim Schwimmen war so eine Geschichte bei mir. Ich habe nämlich Schwimmen auch erst mit 9 oder 10? 9 war ich, 9. Also mit 9 Jahren gelernt. Über einen Kurs. Also ich konnte das nicht von Anfang an. Ich musste mir wirklich einige Sachen über Kurse oder ähnliches beibringen lassen. Ich sehe gerade da was ganz Widerliches. Nee, das riskiere ich nicht. Also ich hole mir erstmal die anderen lila Münzen hier von den anderen Palmen. Das ist die deutlich klügere Strategie. Bevor ich da jetzt irgendwelche gewagten Moves bringe. Also ja, die Feder gibt es hier wirklich nur dafür. Ich hatte mir gerade echt gedacht, wir müssen nur so hochkommen. Aber trotzdem, warum müssen die es mit Feder machen? Es ist so gefährlich hier. Ja, natürlich, da drüben muss man dann auch noch. Was hat der jetzt gerade gesagt? Nein, nicht runter! Save dich. Save dich! Zumindest hol die lila Münze. Junge! Danke. Ja, der lobt die Aussicht, ist mir egal. Ab ins Wasser und weg da. Oh mein Gott. Ich habe aber erst 67. Das ist ein bisschen wenig. Könnte sein, dass ich ganz nach oben auch noch muss. Na gut, das ist klar. Dann über dem Coach ist noch eins.
Okay, der wird jetzt ein bisschen schwierig, da der eine. Aber ich hab's. Die kriegt man sogar ein bisschen mit der Drehattacke. So wichtig ist, dass ich die eine Münze da hinten jetzt nicht vergesse, die ich... Mit dir will ich nicht labern, ich will nur auf deinen Kopf gerade. Benimm dich. Ja, hab ich auch nicht anderes vor, keine Sorge. So, bitte nicht schlagen, aber es musste sein kurz. Es musste kurz sein. Ah, ich hole mir das Teil da hinten ganz kurz. So, 24 fehlen dann noch. Reiner Zufall, dass ich da geguckt habe. Also eben wegen den Palmen und so. Ich traue dem Spiel sehr viel zu. Ursprünglich wollte ich ja wirklich mal die Glasstrandgalaxie in Minecraft bauen. In irgendeinem Minecraft-Projekt. Vielleicht sollte ich mal ein Skyblock-Projekt probringen. Ich meine, das 10-jährige Jubiläum ist ja eh in greifbarer Nähe. Da wäre mal ein Minecraft-Projekt was Nices wieder mal. Das wollte ich ja so, das habe ich ja sowieso mal erst vor kurzem erwähnt gehabt, dass ein Minecraft-Projekt wieder geil ist. An der Stelle nochmal die Wiederholung. Vielleicht sollte ich mir mal wieder einfach die Motivation schnappen und einfach mal durchziehen. Weil du bei Minecraft halt eh so geile Dinge machen kannst. So, ich schnappe mir kurz nochmal einen Panzer. Ich glaube, ich dürfte tatsächlich recht haben mit der Annahme, dass da der Rest oben sein wird. Das heißt, ich muss mit der Feder hoch, kann das sein? Warte kurz mal darüber. Das ist ein bisschen gefährlich gerade. Das war doch eine Glasscheibe, nicht wahr? Ich kann ja auch mit dem Panzer den vernichten, oder? Ja, das bringt zumindest einen One-Up. Ich schwimme schnell um Luft. Komm, 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 Junge. Also instant tot ist man ja nicht, soweit ich weiß. Wenn die Luft aus ist. Ansonsten haben wir jetzt unter Wasser nichts mehr. Boah, es kostet gerade so viel Zeit hier. Aber ja, ich habe lieber einen gründlicheren Blick als gar keinen. Und das waren nur Sternteile. Wow. Ja gut, dann würde ich sagen, wir tauchen auf und flitzen mal ganz schnell mit der Feder nach oben. Und wenn da jetzt keine 19 Münzen versteckt sind, dann wird's kritisch. Hier haben wir ja nichts, oder? Ne, ne. Also die Kiste ist nicht da. Lustigerweise ist auch der Sternring nirgendwo zu sehen. Also der Komet hat einfach nicht nur die lila Münze gebraucht, sondern einfach noch diese Feder. Schön zum Abfuck. Und ich bin wieder in dieses verdammte Wasser gefallen. So, wo ist die niedrigste Stelle? Eh hier. Tatsächlich, ich muss so hoch. Ja, da sind die ganzen Dinger. Gut, bevor ich die Feder jetzt loswerde. Ja gut, nee, da komme ich überall hin. Naja, nicht ganz. Okay, ganz oben ist auch eine. Ah, dieses Spiel. Es prankt. Es prankt einfach rein. So, wir haben 88, 89, 90. Oh, nein, ganz oben auf der Palme. Bitte sagt, oben gibt es eine Feder. Das ist nicht gut. Okay, ich hätte mit der Feder durchspringen sollen. Verdammt, ich wusste es. Ich wusste es. Ja gut, die Feder kam auch nicht so häufig vor. Deswegen musste man die natürlich jetzt noch auf eine abnormale Art und Weise einplanen. Wie macht man das? Richtig, hier. Das war Pro. Das war der Pro-Move gerade schlechthin. Boah, ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich nachher noch Bock habe auf einen weiteren Kometen. Und wenn, dann wahrscheinlich kein Lilaner. Diese Drecksmünze! Mario? Mario? Du bist doch inkompetent.
inkompetent wie ein Stück Scheiße, danke. Auf der Palme muss man das natürlich platzieren, da wo es wirklich gefährlich ist. Fehlen trotzdem noch immer zwei. Ich glaube, die waren da unten noch, die eine Etappe davor. Ich hoffe es zumindest für das Spiel. Nimm diese Drecksmünze! Boah, werde ich hier aggro. Ja, das sind die letzten zwei. Gott im Himmel, danke. Wo spawnt der Scheiß? Er spawnt natürlich unten. So, aber jetzt gehe ich ins Wasser. Jetzt juckt es mich nicht. Weg mit dieser Drecksfeder. Also das Item, wer das dachte, ist eine coole Idee. Also wirklich, von allen Pilzen ist das, glaube ich, der die ätzendste Fähigkeit hat. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, ja, der Federpilz ist einer meiner Lieblingspilze. Noch keinen. Ist ja auch klar, weil der muss ja Angst haben, dass er in der Schule geschlagen wird. Zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor, da kommt so der Nerd rein und denkt sich so, hey Mario Galaxy, Federpilz ist mein Liebling. Der wird doch direkt in die Ecke geschlagen. Aber zu Recht. Ja, natürlich, jetzt sind alle Kometen wieder weg. Ich meine, ich hätte jetzt noch eine Vermutung, was wir machen könnten, ne? Vermutung ist das falsche Wort. Einen Vorschlag. Und zwar ist Feder noch ein Komet in der Küche. Genau, dann machen wir die Küche nämlich fertig. Das war ein gelber Komet, der noch dort auftaucht. Den habe ich ja schon einmal gesehen, kurz. Weil wenn wir den haben, bin ich zufrieden, ne? Beim nächsten Mal mache ich dann diesen einen Geheimstern noch im Schlafzimmer. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es nervt ja trotzdem, dass immer wieder diese Kometen verschwinden. Es ist so ätzend. Beziehungsweise, oder soll ich vorher ins Loft mal raufschauen? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten erstmal die anderen fünf alle fertig bringen, komplett. Bevor wir uns wirklich in das Schwierigste wagen. Jetzt wäre ich fast wieder falsch gelaufen. Ja, nee, weil das ist jetzt ein schneller Komet noch, deswegen. Dann haben wir wenigstens, vier Sterne heute wieder. Das Gute ist, ich wollte einen 4-Sterne-Schnitt haben. Ich stehe jetzt bei 80 im 19. Part. Einer kommt noch. Beim nächsten Mal, wenn ich auf 85 bin, habe ich 5 Sterne Vorsprung. Das ist gut. Damit bin ich mehr als zufriedener. Vor allem, da ich weiß, dass der Vorsprung wieder verloren gehen wird. Tempomodus, Himmelkorridor. Ja, und das hat tatsächlich mit dem Teil hier zu tun. Ich glaube, in dem Tempo, wie es jetzt hier gerade ist, ist es tatsächlich auch in der S-Welt von Super Mario Galaxy 2, wo ja auch der Planet vorkommt, als eigene Galaxie. Hier ist jetzt eben alles beschleunigt. Ich würde sagen, wir machen das im Schnelldurchlauf, so wie halt das Spiel selbst ist. Gab es denn nicht einen Schalter, der jetzt auftaucht? Okay, nee. Ach, das war der Unterschied zu Mario Galaxy 2. Da gab es nämlich den Schalter. Ja, wir kürzen das kurz mal ab. Ich spring da... Das geht sich nicht aus. Ah, Fail. Ja gut, vielleicht sollte man doch zwei Spiele, die ja bekanntlich unterschiedlich sind, unterscheiden. Wäre jetzt nicht so verkehrt. Geht sich das wirklich nicht aus? Safe Call. Ja, sicher geht es nicht aus. Ich wusste es doch. Ich hatte gerade einfach nur das falsche Timing. Nicht mehr und nicht weniger. Wieso sollte sich das nicht ausgehen? Sind wir jetzt ehrlich. So, dann machen wir es sowieso ganz klassisch da drüber. Da, wo der Block ist, ist man tatsächlich sicher. Also da kann man stehen. Ist nicht so, als ob ich das jetzt nötig hätte. Vor allem, wir sind eh schon durch. Dadurch und bam, sind hier. Ich sag ja, schneller Stern. Der eine Tod war jetzt halt unnötig, weil mein Timing absolut für die Katz war. Oder die Position, besser gesagt.
Die hat auch nicht gestimmt. Da war nicht so dieses Ding raus. Ich war echt davon überzeugt, dass Marios Hechtsprung darüber reicht. So krass kann man sich täuschen. Na gut. Die Nummer 81, da haben wir's. Irgendwie nervt das nun gerade alles, aber I don't know. Egal. Sind wir froh, was wir erreicht haben, nämlich die dritte Kuppel zu 100% abgeschlossen. Denn die anderen drei, die jetzt noch nicht, die eine, die wir noch gar nicht angefangen haben, ist sowieso abgefuckt, aber auch Schlafzimmer und Maschinenkuppel haben noch den ein oder anderen ätzenden Stern. Kann ich euch versprechen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.